Hallo, ich melde mich mal wieder von Kupangan und möchte dir etwas über initiatische Therapie erzählen. Das ist eine Therapieform, die aus der Körperpsychotherapie sich entwickelt hat und mit der ich ja seit 12 Jahren ungefähr arbeite. Und da die nicht sehr bekannt ist, wollte ich da gerne dir was drüber erzählen, weil ich immer wieder bemerke, wie viele Menschen, die zu mir kommen, in die Gruppen oder in Einzelsitzungen, ja, dass das denen viel weiterbringt. Und vielleicht möchtest du dich auch dafür entscheiden und es hört sich irgendwie spannend für dich an. Die initiatische Therapie wurde von Graf Dürkheim und Maria Hippius, seiner Frau, ins Leben gerufen. Dürkheim war ein Psychotherapeut, der irgendwann gemerkt hat, dass er alleine übers Sprechen nicht weitergekommen ist mit seinen Patienten, weil er zum Beispiel mit einem Patienten gesprochen hat und es ging so um Öffnung und im Leben stehen und so, und dieser Patient saß so vor ihm, und ja, wenn man so eine Körperhaltung hat, wie soll man da dem Leben offen gegenübertreten? Und da hat er dann gemerkt, er muss den Leib, den Körper mit einbeziehen in seine Behandlung, und daraus ist dann die Leibtherapie entstanden. Und auch durch Maria Hippius die initiatische Therapie, das geführte Zeichnen, das hat sie so mit dazu gebracht. Also das sind so die beiden Hauptsäulen der initiatischen Therapie, die Leibtherapie und das geführte Zeichnen. Und ich erkläre dir jetzt gleich, was der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist. Nochmal kurz zur initiatischen Therapie. Initiare, dieser Überbegriff, heißt, das Tor zum Innern zu öffnen. Und es geht bei der initiatischen Therapie darum, dein Wesen zum Vorschein zu bringen. Also so, wie du wirklich gemeint bist, ohne das, was du dir im Laufe des Lebens angeeignet hast, an Vermeidungsstrategien oder an Schonhaltungen, durch irgendwelche Erfahrungen, häufig in der Kindheit. Man kann zum Beispiel auch erkennen, wenn deine Hände und Füße oft kalt sind, dann spricht es dafür, dass deine Seele nicht ganz Raum eingenommen hat in deinem Körper. Und das ist häufig, wenn wir in der Kindheit Erfahrungen gemacht haben, wo wir etwas wegspalten mussten, weil es sonst so schmerzhaft war, es in seiner ganzen Tiefe zu spüren. Ja? Sei es, dass sich die Eltern getrennt haben oder irgendwelche anderen Erfahrungen, wo man als Reaktion darauf Dinge wegpackt, wegspaltet. Oder auch im Alltag haben wir oft keine Zeit, die ganzen Nuancen in uns wahrzunehmen und müssen funktionieren. Ja. Es ist schön, wenn wir immer wieder innehalten, einen Moment, und dann zu uns kommen, den Blick nach innen richten. Ja. Und das macht diese initiatische Therapie. Hilft dir, den Blick zu dir zu wenden und zu schauen, was wirklich da ist. Und zwar nicht nur für den Moment, sondern sozusagen aufs ganze Leben betrachtet. Dass dein Wesen, das Wesentliche von dir, dein Kern, ja, dass der nach draußen kommen kann und dass du da in voller Kraft das leben kannst, was da in dir gelebt werden möchte. Genau, bei der Leibtherapie. Das ist eine Körpertherapie, eine Körperpsychotherapie, wo das wichtigste Merkmal ist die absichtslose Berührung. Absichtslose Berührung ist wirklich etwas sehr, sehr Heilsames, weil nicht wie in vielen anderen Therapien, Körpertherapien, wo du bestimmte Abfolgen hast oder bestimmte Meridiane, wo du lang gehst,
ist die Leibtherapie absichtslos und ohne ein Konzept. Also es gibt keine bestimmten Griffe, die man lernt, sondern es ist eher wie ein intuitives Berühren. Und da, wo man die Hand hinlegt, ist man einfach absichtslos. Also ich will nicht, dass du dich entspannst, wenn ich dich berühre. Ich will nicht, dass du kraftvoller wirst, sondern meine Hände sind wie Hohlspiegel, die dir zeigen, hey, schau mal, so, das ist da bei dir gerade los. Und dieses Absichtslose ist ein sehr wesentliches Merkmal und sehr heilsam, weil von dir wird nichts erwartet. Du musst in diesem Moment nichts leisten. Und das haben wir im Alltag sehr, sehr selten. Und viele Klienten beschreiben, dass sie es so erleben, dass sie endlich mal durchatmen können, dass sie endlich ankommen können und so sein dürfen, wie sie sind und sich selber dabei dann wahrnehmen können. So eine Leibtherapie läuft folgendermaßen ab, dass der Klient mir zuerst sein Anliegen schildert. Das kann wirklich alles sein, von einem körperlichen Thema bis hin zu Ängsten, Liebeskummer, ich weiß nicht, was ich beruflich machen soll oder Geldnot oder was auch immer, wirklich jedes Thema kann es sein. Und dann vergesse ich dieses Thema wieder, weil ich ja absichtslos sein möchte. Die Person legt sich in eine bequeme Position auf dem Boden, auf einer Matte, und ich folge dem Ruf des Leibes. Der Leib ist für Durkheim oder in der Leibtherapie nicht nur der Körper, sondern auch die Seele und der Geist und das ganze Wesen. Ja, also alles zusammen. Also wenn ich den Leib berühre, berühre ich nicht nur hier die Hautoberfläche, sondern ich berühre den gesamten Körper, ich berühre die Energie, das Wesen dieses Menschen, den ich dann da berühre. So eine Session kann dann ganz unterschiedlich, das können 5 Minuten sein, das kann eine halbe Stunde sein, je nachdem, wie viel Zeit man so hat. Und dann folge ich einfach das, da, wo es mich hinruft. Ja, also wenn, es ist auch so, dass ich unterrichte das ja auch, es gibt da verschiedene Sinnesorgane, man kann irgendwie Dinge hören, geht zum Knie oder schüttel das Bein oder halt mich im Arm. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Körperstellen leuchten und du dann dadurch weißt, geh da und dahin. Also da hat jeder so einen anderen Kanal, über den er wahrnimmt, wo die Berührung stattfinden soll. Ja. Und bei der Leibtherapie ist es sozusagen so, dass du dein Wesen wahrnehmen kannst, in dich hineinspüren kannst, bei dir ankommen kannst. Es können innere Bilder auftauchen, es können Erinnerungen aufblitzen, Gefühle können aufsteigen, also da ist alles möglich. Und das bringt es sozusagen, bringt es nach draußen oder macht es spürbar. Und beim geführten Zeichnen, das hat wiederum die Frau von Durkheim, Maria Hippius, mit eingebracht, da hast du ein weißes Blatt Papier vor dir. Du hast 2 Stifte in der Hand. Du verschließt die Augen und zeichnest blind mit diesen 2 Stiften auf das Papier und folgst hier auch wieder deinen inneren Impulsen. Die Hände sind sozusagen in dem Moment die Verlängerung deines Wesens. Und während bei der Leibarbeit es innen spürbar wird, wird es beim geführten Zeichnen nach außen sichtbar gemacht. Ja, du hast dann ein Blatt Papier, wenn du die Augen öffnest, am Ende der Sequenz, dann kann es sein, dass du ein ganz anderes Bild siehst, als du erwartest. Aber es geht eigentlich viel mehr um das, was während des Zeichnens bei dir passiert. Die Gefühle, die Bilder. Ja, und es geht darum, es nach außen sichtbar zu machen, was da in dir da ist.
Und diese beiden Elemente sind sehr eng miteinander verbunden und werden bei der initiatischen Therapie immer in Verbindung gemacht. Also man hat immer eine Sitzung Leittherapie und dann eine Sitzung geführtes Zeichnen. Und ja, es sind wirklich zwei wunderbare Elemente. Bei dem geführten Zeichnen gibt es auch noch die sogenannten Ursymbole, Urzeichen. Da mache ich noch mal ein extra Video dazu. Das kommt in der nächsten Zeit. Das will ich auch noch machen, solange ich hier bin. Und das bringt dich auch noch mal sehr stark mit so Archetypen und sowas. Ja. Dann noch einfach als der Vollständigkeit halber, bei der initiatischen Therapie gibt es noch zwei Elemente, die auch noch eine wesentliche Rolle spielen. Und zwar ist es einmal die Meditation. Und Dürkheim praktiziert in Rütte, da wo er sozusagen das Zentrum der initiatischen Therapie ist, praktiziert er den Zen-Buddhismus, sprich Zen-Meditation, wo du auf einem Kissen sitzt, was ungefähr 1 Quadratmeter groß ist, und mit geöffneten Augen schaust du 1 Meter vor dich und blickst die ganze Zeit auf denselben Punkt. Es geht so 20, 25 Minuten und dann wird einmal meditatives Gehen im Kreis und man setzt sich wieder auf seinen Platz und es kommt die nächste Sequenz. Also Meditation gehört für Dürkheim auch in die tägliche Praxis, genauso wie, jetzt fällt es mir nicht ein, das Exerzitium. Das Exerzitium ist die vierte Säule sozusagen, wo du jeden Tag, es nennt sich Alltag als Übung, wo du dir eine Sache, die du täglich machst, herauswählst und sie ganz bewusst tust. Das kann zum Beispiel Sticken sein, das kann Tonform sein, das kann beim Abwasch sein. Es geht darum, Bewusstsein in den Alltag zu bringen. Und du übst das erstmal in so einem bestimmten Rahmen, wie zum Beispiel eine halbe Stunde, und irgendwann überträgt sich das vielleicht auch sozusagen in den restlichen Alltag. Und es geht ja darum, immer bewusster in jedem Moment zu sein. Ja. Das sind sozusagen die vier Sachen, die für ihn wichtig sind und die Dürkheim und Maria Hippius so in die Welt gebracht haben als Hilfsmittel. Und vielleicht magst du es mal ausprobieren. Es gibt wunderbare Plätze, an denen man das machen kann. Und ja, mach dich auf den Weg zu dir selbst, zu deinem Wesen, weil es macht ganz viel Freude und ich finde es erfüllend, wenn ich wirklich aus meinem Wesenskern heraus handle und das Leben. Ja, das war's zur initiatischen Therapie. Wenn du da noch Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich da noch mal ein zweites Video dazu. Oder kann sie dir so beantworten. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Sein und bis zum nächsten Video. Tschüss.